Ja, schönen guten Tag, Rüdiger Gennings, Bürgermeister der Gemeinde Reichshof. Aufgrund des hohen Besucherstroms in den letzten Tagen seit Weihnachten haben wir uns heute gezwungen, das Skigebiet Blockhaus Bellmecke weiträumig abzusperren. Wir haben dazu rund 30 Freiwillige aus der Belegschaft der Gemeinde Reichshof gewinnen können, zusätzliche Polizeikräfte und das Ordnungsamt. Und dann haben wir die Zufahrten an 6 oder 7 Stationen abgeriegelt. Dort haben wir jeweils 2 bis 3 Personen an den Absperrbarken postiert, die dann die zahlreichen Besucher aus den städtischen Bereichen weitergeleitet haben, abgewiesen haben. Das ist eine notwendige Maßnahme gewesen in Zeiten von Corona, wo gerade auch der Inzidenzwert in Oberberg ja sehr hoch geschossen ist. Und man muss sagen, die Lage heute war entspannt. Es war die richtige Entscheidung, das Gebiet abzusperren, was wir dann morgen nochmal ab 8 Uhr morgen früh wiederholen werden, zum Teil mit der gleichen Mannschaft oder mit weiteren Kräften. Und das sind wir letztendlich der Bevölkerung schuldig, dass wir hier den Gesundheitsschutz favorisieren, obwohl ich das auch deutlich sage. Wir hätten natürlich die Gäste gerne hier gehabt. Wir hätten uns gefreut, wenn an so einem schönen Winterwochenende Tausende das Blockhaus besucht hätten. Aber leider müssen wir in diesem Jahr darauf verzichten. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal deutlich an alle interessierten Gäste appellieren, dass sie bitte morgen nicht das Blockhaus anfahren mögen. Ja, also ich bin von Waldbrüll über Morsbach bis Reichshof jetzt an den Wanderwegen vorbeigefahren, an den Wanderparkplätzen, habe mir die Situationen angeschaut, ob die Abstandsregelungen eingehalten werden, und kann sagen, dass sehr viele Leute auf den Wiesen Schlitten fahren, auch auswärtige Leute, aber sie halten alle den Abstand ein und es verteilt sich einfach auf die Fläche, was auch gut so ist, weil dann die Abstandsregeln auch eingehalten werden und die Leute können im Naturpark Bergisches Land wunderbar Schlitten fahren.